Herzlich willkommen zu Monster Hunter Tri Ultimate Let's Play. Das letzte Mal haben wir die vorletzte Quest geschafft. Oh mein Gott! Und dieses Mal ist es soweit. Aber davor reden wir mal kurz mit dem Junior. Hallo! Denn ich habe den popligen Großfroggy kaputt gemacht und bekomme leider nichts. Egal. So. Der Aladrion. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Auch wenn das hier ein bisschen hässlich aussieht, aber mir fehlt ein Item, um das zu craften. Den fünften Megapanzer-Hautgedöns. So, ich habe mal Kombibücher dabei, Tränke, Mega-Dämonenmittel, Megapanzer und andere Heil-Item. Standardzeug, Blitzbomben, sehr wichtig. Teleporter, ziemlich nützlich. Und Fassbomb L+. Ist auch ganz cool. Und Nullbären, holt euch auf jeden Fall Nullbären mit, wenn ihr irgendwas mit Element spielt. Ja, die Kombi-Bücher natürlich, dass ich schön Tränke und Megatränke kombinieren kann. Werden wir auf jeden Fall brauchen. Und jetzt ist es kleine Problem. Wir haben minus 20 Drache und minus 20 Eis. Ich hätte gerne die Drachenabwehr und würde auf den Scheiß... auf die Eisabwehr scheißen, so. Aber die einzige Möglichkeit, Drachenabwehr zu bekommen, ist mit... nimm Gebräu hier und mit Cola oder Bräu. Und Käse. Nein. Und sowas. Hier, Drachentöter. Aber dann kriegen wir nicht genug Gesundheit dazu. Also nehmen wir irgendwas mit. Eisabwehr. Leider. Wow. So, machen wir so. Schade, aber ich hoffe, es klappt trotzdem hier. Wir haben jetzt minus 20 Drachenabwehr gegen Aladrion. Ja. Er macht viel Drachengedöns. Das ist ziemlich auch das Gefährlichste an ihm. Und ja. Ich habe Chacha die Nullbärenmaske gegeben, dass er uns schön Elementzeugs vom Hals schaffen kann, wenn wir mal keine Nullbären nehmen können. Aber, na, sonst. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, was ganz cool ist. Wir sind jetzt hier mit der Quest. Hier, wo ist sie denn? Hier, Heldenzeugnis, also die geschafft haben, da war dann auch 100 Stunden Spielzeit, die haben wir geknackt. 100 Stunden Spielzeit! Oh mein Gott, und ja, wir sind auch einmal gestorben, ey, ekelhaft. Egal, 100 Stunden spielen wir das schon, heftig. Na gut, okay. Ich bin nicht bereit, aber das ist doch egal, wir gehen jetzt los. Erlege einen Aladrion. Im Heiligen Land. Also haben wir natürlich auch Kaltgetränke dabei. Ist auch ganz cool. So, wir kommen jetzt zu einem sehr, sehr coolen Kampf. Aber mehr dazu nach dem Intro. Oh mein Gott. Es ist ein Monster! Ein sehr schnelles Monster. Hallo! Ja, manche kennen ihn unter dem Teufel selbst. Und er ist ganz schön wütend. Und ja, ich glaube, ich entscheide mich doch anders. Wir hauen lieber ab. Weg hier! Er hat uns gesehen! So, am Anfang ist es ganz schön schlau, einfach mal abzuhauen. Es gibt hier ein Lager und hier gibt es keine Items, cool. So Penner, egal, man sollte am besten am Anfang ein bisschen kurz weg oder eine Rauchbombe hintun, um sich ein bisschen aufzudingsen. Ich habe keine Megasprintsäfte dabei, keinen Platz mehr im Inventar gehabt und auch nicht wirklich die Items zu craften. Aber wir werden eh nicht auf einem Demon-Modus rumgammeln. Und ja, Blitzbomben werden auch noch wichtig. Ihr werdet es noch sehen. Ich hab jetzt erstmal ein bisschen Schiss und schau mal, wie es denn so. Ja. War Chacha tot? Was zur Hölle? Jetzt schon. Ich fühle mich verarscht. Ey, Aladrion, Kumpel. Weißt du was, wenn du da hinten uns ignorierst, dann können wir ja so lange. Er hat uns gesehen. Hat er uns gesehen? Ich weiß gar nicht, wo wir Ballistenzeug aufheben können. Da war es, glaube ich, gerade. Aber ja, man kann hier mit dem Balliste schießen. Aber ich glaube, ich habe Angst anzugreifen. Ah!
Weiß nicht, ob er es gerade gesehen hat, aber... Oh, wir haben den... Wir haben eine rote Feuerabwehr. Wir können hier neben das heiße Gedöns und alles ist gut. Und ja, Aladrian ist ein ultra cooles Monster einfach nur. Ich meine, ihr wisst ja schon alle, Yennemaran ist mein Lieblingsmonster, aber danach wäre es natürlich Aladrian. Der ist einfach so genial cool. Und, oh mein Gott. Ich weiß auch gar nicht. Eigentlich hat man hier so ein Ballistenteil, wo man den ein bisschen festdingsen kann in Tri-Ultimate. Chacha, heil mich! Oh, Chacha ist weg. Chacha! Mach! Weg! Und er zaubert! Chacha ist am Arsch. Okay, dann machen wir es selber weg. Ja, da ganz hinten ist so eine Balliste. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt schon so einsetzen können. Ich werde es einfach mal testen, weil der macht mir gerade ein bisschen Schiss. Aber irgendwie fehlt uns ein Item dafür. Glaube ich. Er kommt. Nein! Oh, okay, alles gut. Können wir es einsetzen? Nope. Okay, wir haben keinen Ballistenbinder. Das könnte ein bisschen fies sein. Also, schauen wir mal, ob wir das hier auch anders hinkriegen. Und oh, das ist seine fieseste Attacke. Die ist so schwach, die Attacke. Also, diese ist eigentlich eine schimmelige Attacke von ihm. Die uns kein großes Problem machen sollte. Aber wenn er sich einfach mal umdreht und mit seiner Hand ein bisschen hinterher schlägt, ist es so eine Assi-Attacke einfach nur. Die trifft so oft und ist so fies einfach nur, weil die Drachenelement hat. Und ja, man sieht, er macht gern Arschsachen. Oh mein Gott, wir brauchen doch keinen. Er war nur noch nicht bereit. Ich habe eine Chance anzugreifen. Hey, Aladrian, komm her. Ja, normalerweise kommt er nie her, wenn man will, dass er herkommt. Bitte nicht. Okay. Nice, Mann! Habt ihr das gesehen? Voll cool! Schaffen wir es noch? Bitte nicht die Bomben verkacken. Oh, Mann. Oh. Egal. Nicht so schlimm. Oh! Da kommt Feuer. Mann, wir haben kaum angegriffen bis jetzt, aber ich komme nicht zu ihm, weil er so fies ist. So. Der hat ganz schön viele... Okay, wir haben ihn aus der Luft gehauen, darum macht er jetzt gerade kein Drachenelement, das sehr nützlich für uns ist. Aber ich komme einfach nicht richtig zum Angreifen. Oh! Weil da drin ist ein Monster. Und ich habe schon so lange nicht mehr gekämpft, Mann! Ah! So, glücklicherweise hatte hier nicht ganz so viel Leben wie in Monster Hunter Tri, glaube ich. Einfach nur, weil hier das Spiel kam ja auch auf dem 3DS raus und darum wurden allgemein alle Monster hatten weniger Leben als in Monster Hunter Tri. Weil die auch wollten, dass die Leute, die das unterwegs spielen, nicht unbedingt 50 Minuten lang da dran sitzen müssen. Aber keine Ahnung, wie lange wir jetzt für den Kollegen brauchen. Der fängt an zu fliegen. Bin kein Fan davon. Genau deswegen hat er Blitzbomb dabei, die man professionell daneben haut. Es ist gar nicht mal so einfach, ihn dazu zu treffen. Oh. Und er fliegt auch mal gern ganz weit nach oben. Und dann bedeutet es für einen selber einfach nur immer bewegen und niemals aufhören. Der schießt nämlich gerade irgendwo Eiszapfen. Und man sieht den Schatten. Solange man sich bewegt und nicht in einen Schatten reinläuft, ist alles gut. Aber ja. Oh Mann, ich hab... keine Ahnung. Oh. Oh. Egal, ich hab ihn... Nicht verwirrt, was bist du? Oh, so ein Assi. Das ist echt heftig nervig, ihn mit Blitzbomben zu erwischen. Vor allem, wenn man online spielt und dann 10.000 Blitzbomben rumfliegen und wir haben irgendwas kaputt gemacht, Mann. Seine Kralle. Oh, oh. Oh, das hat uns getötet, glaube ich, vielleicht. Ich weiß nicht, er ist nicht wütend, glaube ich. Ich bin mir sicher. Oh mein Gott. Ich sollte keine Tränke nehmen. Ich habe Sachen zum Kombinieren dabei. Obwohl, eigentlich ist es egal. Wir machen uns ja die Tränke selber noch. Kombiniert. Also ist alles gut. Ich sehe nicht. Und er macht coole Feuergedöse. Die haben Angst machen. Oh mein Gott. Oh, online gegen den zu kämpfen ist richtig nice. Let's go.
Es kommt auch total oft zu irgendwelchen total heftigen Momenten, wo einfach alle fast keine HP haben und wegrennen, weil sie Schiss haben und bla bla bla. Keine Ahnung. So, beweg mal deinen fetten Hintern hierher. Dieses Mal bin ich bereit, dich zu ballistieren. Richtig ins Gesicht. Komm her. Hierher. Komm her. Vielleicht hauen wir ihn nochmal aus der Luft. Also, ja. Der Kollege hat übrigens eine Eisschwäche. Und eine Drachenschwäche. Das war's schon. Was war das denn? Ich glaube, das war jetzt nicht so gut. Egal, der hat eine Eisschwäche. Er hat auch so gesehen eine Drachenschwäche, die hat aber nicht immer. Und hauptsächlich irgendwie an seinem Kopf oder irgendwie sowas. Und ja, diese Schwäche. Man kann die Schwäche so gesehen vergrößern, wenn man ihn aus der Luft runterhaut. Also wenn das so blau leuchtet. Haben wir ja schon gesehen. Und dann hat er eine Drachenschwäche, ja. Aber sonst hat er eine Eisschwäche. Wenn ihr wollt, könntet ihr keine Schleiwaffe benutzen, wenn ihr verrückt seid. Aber ich bevorzuge unsere tolle Waffe, die schön Bombenschaden macht. Eine Standardstrategie gegen den Kollegen hier ist auch, ihn zu Schlafbomben, beziehungsweise einfach nur die ganze Zeit mit Status-Gunnern abzuknallen und dann Bomben und Hämmer zu benutzen, um sein Gesicht zu kaputten! Heilige Scheiße! Wir haben extra Eisabwehr dabei. Ah! Hört mich! Danke! Ah! Wir haben ihn. Oh, ich hasse es einfach, den damit. Blitzbomben. Was zur Hölle? So, und jetzt dreht er sich gleich um. Und dann. Ich glaub's einfach nicht. Ich treffe ihn nicht. Egal. Ist er wichtig? Er macht viele Elemente, wie man vielleicht sehen kann. Das ist wirklich ein unglaublich perfekter Boss. Der dann aber, ja. Oh mein Gott, er hat sehr viel Elemente. Vor allem hier in dem Spiel. In Monster Hunter 3 hat er noch nicht so viel Elektrozeug. Hier hat er noch ein bisschen mehr Elektrozeug. Oh, oh, oh. Aber jetzt ist er so gesehen der Meister der Elemente. Es ist der Avatar. Ja. Und der will nicht aufhören zu fliegen. Und weil wir keine Blitzbomben mehr haben, können wir auch nichts dagegen machen. Ja. Yeah. Ich glaube, wir sollten, wenn er fliegt, die Balliste bereithalten. Und ihn nicht einfach, lalala, nicht einfach so abzuschießen, ja. Und man kann hier übrigens auch gut seinen Schweif angreifen, wenn er in der Luft ist. Nur wenn man alleine ist, ist es nicht so schlau. Online ist es vielleicht ein bisschen besser. Und der Eisangriff ist echt fies. Ihr solltet Schiss vor dem haben. Weil der haut einem schon mal die Hälfte von der HP weg. Und wenn die Hälfte weg ist, ja, dann macht er schnell noch die andere Hälfte, solange man in dem Eisball verstinkst ist. Oh, wir haben ihn explodiert. So, geht er jetzt mal in die Luft? Okay, endlich. Wenn er das macht, dann bedeutet das, dass er danach wieder sich auf dem Boden bewegt, hoffentlich. Und man hat auch schön ein bisschen Zeit, um Sachen zu machen. Also so lange, sobald das Eis weg ist. Hm. Okay, jetzt kann man schön wetzen. Tada. Man kann hier auch Abprallbomben mitnehmen, wenn man will. Aber naja, gut. Hoffentlich geht er jetzt wirklich auf den Boden. Manchmal macht das nicht, weil er ein Assi ist. Oh, und er ist gerade auch im Fliegmodus. Finde ich gut. Weil er dann kein Drachen gedönst hat und das ist echt kacke. Ah, weil er uns gerade sonst drachiniert hätte. Okay, mir geht's gut. Hoffentlich. Ja, Mann, ihr seht schon, der macht viel Schaden. Ich hoffe, ich überlebe das ohne zu sterben. Aber im Moment sieht's noch nicht sehr gut aus. Weil wir noch nicht viel Schaden gemacht haben, weil wir kaum angegriffen haben. Ja, das wird eine lange Folge mal wieder. Ich glaube, es war klar, oder? Oh, oh, er ist wütend. Oh, er ist wütend. Er hat geschrien. Aber er hat immer noch kein Element. Er ist noch blau, was mir sehr, sehr, sehr gefällt. Weil sonst, ja, mit minus 20 Drachenschwäche, ja, das ist nicht so gut. Und er fliegt. Ich glaube, es ist Zeit, ihn zu ballistitieren.
Die da hinten sollte, glaube ich, auch funktionieren, oder? Oder ist es nur eine normale Schießballiste? Ich weiß gar nicht. So. Aladrian, du stinkst nach Pipi Kaka. Haha. So, ich habe Argen, ja. Ah, oh! Der ist ein bisschen schnell in der Luft. Oh. Super. Ich glaube, ich werde einfach hier warten und ihn dann, wenn er wieder runterkommt, abknallen. Dass wir schön unsere Balliste benutzen können. Ja, und vielleicht die letzte Bombe verkackt und daneben hauen. Aber das will ich nicht. Normalerweise kann man den auch mal umhauen, aber der fliegt auch normalerweise oft runter. Also um, wenn man ihn angreift. Aber irgendwie will er gerade nicht. So, und wenn wir ihn jetzt aus der Luft noch raushauen währenddessen, dann bedeutet es auch, dass er jetzt noch im Drachen, im Flugmodus ist und kein Drachenelement hat. Ja! Okay, schauen wir mal. Wir konnten nicht wirklich viel machen, aber egal. Wahrscheinlich fliegt er jetzt gleich wieder, weil er dachte, dass er noch in der Luft ist, weil wir ihn runtergehauen haben. Oh! Oh! Hör auf mit deiner Assi-Attacke, Mann! Ich mag die Attacke nicht, die ist ganz schön assi. Ah! Zum Glück ist er nicht im Drachenmodus. Das war sehr dumm. Oh oh. Oh! Oh, ich lebe! Oh Mann! Du machst mich zu einem alten Mann, Aladrion. Oh! Ich muss mich hier irgendwie ein bisschen konzentrieren, aber es wird nichts. Es gibt manche Leute, die hauen den voll mega cool um und wenn er sich so umdreht und ganz kurz seinen Kopf auf den Boden ist, dann hauen die einem mit dem Hammer auf den Kopf und so und machen den voll fertig. Schade, dass ich das nicht schaffe, ja. Den einfach mal so einfach kaputt zu machen. Es gibt Leute, die tun den Aua, Online-G-Rank Aladrion alleine mit einem Hammer solo. Das ist heftig. Er ist im Drachenmodus. Zum Glück wurde ich gerade nicht von Schweif erwischt. Und das ist ein bisschen assi. Es kann einen wirklich mal oft erwischen, hier, bei dem. Da muss man echt aufpassen. Oh. Ich war hinter dir, du Pisser! Ja. Mann, ich bin so froh, dass ich so viel Heil-Items dabei habe. Die werde ich brauchen. Und Nullbären auch. Oh, er ist gerade gestaggert. Kayama macht die fertig. Ich glaub's nicht. Also bisher war die Chacha-Maske noch nicht sehr nützlich, muss ich schon sagen. Oh nee, bitte nicht, fliegt er schon wieder? Nein, er hat nur geschrien. Jetzt dreht er sich gleich um mit der Hand. Fatz, weil er ein dummer Pisser ist. Und jetzt. Endlich! Ein bisschen angreifen! Ja! Hier. Oh! Aua! Mano! Heilige! Oh. Okay. Oh, es war mal ein bisschen Zeit zu kombinieren. Wir haben ja nicht umsonst die Kombibücher dabei. So, okay. Er macht Feuerzeug. Das ist immer gut. Ich habe Feuerzeug gesagt. Ja. Ich habe nicht wirklich das Feuerzeug gemeint, aber egal. Wenn er so einen Feuersturm macht, kann man ihn schön angreifen. Und auch sehr cool für Hammernutzer, die können dann schön sein Gesicht angreifen. Aber, ja. Mann. Und ich erwähne hier so oft Hammernutzer einfach nur, weil das wirklich eine sehr gute Waffe ist gegen den, wenn der Hammernutzer auch wirklich Ahnung hat. Wenn nicht, dann ist eigentlich so ziemlich keine Waffe gut. So, du kommst da jetzt erstmal runter. Das hat bestimmt wehgetan, du Opfer. Ich will die Bombe nicht einsetzen. Das schaffen wir auch, wenn wir ihn so umwerfen mal. So. Wir können auch so angreifen. Huh. Ui. Bitte keine bösen Attacken machen. Aua, ich bin allergisch gegen solche Attacken, du Arschkopf, Mann. Oh, das war möglicherweise dumm. Huh, Vorsicht vor der Attacke, die macht echt Damage. Okay, eigentlich muss man allgemein vorsichtig sein vor dem. Wir können hier mal was testen, was Cooles machen. Das ist normalerweise was gar nicht so schlecht ist. Nur online ziemlich nervig, wenn auf beiden Seiten, also das hier gibt es zweimal, einmal noch auf der anderen Seite, wenn die Leute da drauf sind die ganze Zeit und nichts machen und dann, ja, komm zu mir und der andere ist auf der anderen Seite, ja, komm zu mir, ich bin so toll. So, hier kann man dann auch
gut, dass sie benutzen. So. Und er hängt fest. Und hier kann man sein Gesicht bombardieren. Ja, ich hoffe, das hat Schaden gebracht. Leider nicht beide Bomben ins Gesicht getroffen. Ah! Ich hab Angst. Okay. Okay. Ich habe Angst, da reinzugehen, aber... Mann, online ist es ein bisschen okay. Weil nicht die ganze Zeit fokussiert wird, aber wir haben ja zum Glück Judge und Kayama, die helfen uns ja auch sehr stark. Oh Mann. Oh. Ich habe Angst. Yo. Hör auf mit deinen Attacken, bitte. Ich bin da nicht gewappnet. So, jetzt sollte ich keine normalen Tränke mehr benutzen. Oder, das heißt, keine mehr. 4 Tränke sollte ich noch behalten. So. So, man merkt auch nie wirklich, wann er geschwächt ist. Das ist dann immer ganz plötzlich, wenn man mal tot umfliegt. Aber es wird noch eine Weile brauchen, keine Sorge. Und irgendwie fokussiert er mich gerade gar nicht mit dem Eis. Gefällt mir. So, hier ist wieder der perfekte Moment für Abprallbomben. Die haben wir ja leider nicht. Aber egal. Huh. Okay, er hat gerade kein Drachenelement, sehr gut. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich sogar noch irgendwie erwischt. So wie ich das Spiel kenne. Sein Schweif ist übrigens abhackbar. Seine Flügel kann man kaputt machen. Die braucht man fürs Gewebe. Schweif für Schweif. Hörner, sehr wichtig, wenn man die kaputt machen kann. Darum ist es auch normalerweise Standard, dass man bei dem Kollegen hier wirklich L-Plus-Bomben dabei hat. Man kann seine Krallen kaputt machen, haben wir ja schon gesehen. Und ja, das war's, glaube ich. Und Gunner greifen am besten immer seine Brust an. Da kriegen die ganz viel Schaden. Vor allem, wenn die irgendwie diesen Durchdringungsschuss haben, wo ich jetzt den Namen vergessen habe. Oh Mann. Ja, der ist da sehr gut. So. Eigentlich ist es nicht unbedingt schlau, in der Nähe von ihm zu stehen, wenn er in der Luft ist. Aber ich will ihn auch irgendwie angreifen und hoffentlich irgendwie runterhauen. Huh. Okay, verfolgt uns nicht. Sehr schön. Die Attacke ist sehr fies, wenn er einen damit fokussiert. Die ist wirklich heftig. Komm her. Oh, oh. Ja, noch getroffen. Oh, oh, ich fühle mich so gut, Mann. Und? Komm schon. Explodier. Oh, schade. Das wäre so cool gewesen. Hätten wir... Oh. Okay, hätten wir damit sein Gesicht kaputt gemacht. So, da hat er übrigens gerade, der ist gerade hochgeflogen und wieder runter. Hat damit wieder in den Drachenmodus gewechselt und nicht in den Flugmodus. Weil er ein Arsch ist, dass er wieder böse Elemente hat. Oh, aber das war vielleicht ein bisschen falsch geschätzt. Oh Mann. So, der Feuerball von Kayama. Okay, ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass er wieder seine doofe Attacke macht. Seine ich drehe mich um und gibt dir Bitch Slap Angriff. Wie jetzt auch nicht, okay. Da muss man echt Schiss haben, dass er das ständig macht, weil der macht das auch total oft und total nervig und wir haben irgendwas kaputt gemacht. Oh! Zum Glück macht die nicht so viel Schaden, weil das so eine kurze Popelattacke ist. Was ist eigentlich mit Chacha mit seinem Elektrozeug? Chacha. Du darfst mich heilen vor den bösen Gedönsen oder auch nicht. Mach ich's halt selber. Okay. Er fliegt nicht. Das ist sehr cool. Wenn er das hier macht, dann kann man ihn einfach angreifen. Das ist so der Greif mich an Move. Und es ist auch sehr selten, davon mal erwischt zu werden. Und er fliegt wieder. Yahoo! So ein Spaß. Kälteeffekt schon wieder. So. Wir haben auch unsere Bonis von Mega-Dämonen-Dings, oder? Ja, ich glaube schon. So. Kein Eis, wie? Der verschont uns ziemlich arg mit den Eisteilen. Aber wenn man hier einfach nur normal läuft, reicht es, dass er nicht erwischt wird. Zum Glück. Aber ja, mal schauen. Okay. Oh, voll daneben gehauen. Und weg.
Und weg. Und weg. Oh, oh. Bitte lass mich Ruhe. Okay. Nicht in unsere Richtung damit. Gegriffen. Ja, der kann sich auch ein bisschen drehen dabei. Ah! Oh, oh. Au! Ja, das hat... Hä, das hat Drachenelement gemacht. Wahrscheinlich, weil er uns mit dem Horn erwischt hat. Normalerweise würde es jetzt nichts machen. Oh, Chacha ist mal wieder. Warum gebe ich dem überhaupt so eine doofe Maske, wenn der damit nichts macht? Nutzloser Bengel. So. Der wird gleich nur noch uns fokussieren. Oh nein, Chacha ist wieder da. Sehr schön. So, flieg mal um. Ja, ich predikte dein Umfliegen. Und zwar... Oh, oder auch nicht. Noch nicht jetzt. Ich will ihn wieder ballistinieren, weil er wieder in der Luft ist, der Pisser. Und was macht er jetzt? Oh. Ah, da hinten. Oder ist das die richtige Seite? Nein. Verdammt, das war da hinten. Ich bin dumm. Ich habe so langsam meine... Ich verliere hier meine Orientierung. Okay, schauen wir mal. Ah, rennt um euer Leben. Sein Eis ist ganz schön böse. Ja. Das ist der Eis ist ganz schön böse Song. Oh. Okay, guck woanders hin. Du stehst... Du. Oh, das war ganz schön dumm. Oh. Oh, du! Oh, oh, das war dumm, 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 dumm. Okay, er bewegt sich nicht viel. Bell, hä? Oh mein Gott, ich hab grad so Schiss gehabt. Ihr glaubt's gar nicht. So ein Arsch, Mann. So ein Arsch. Okay. Das ist übrigens keine gute Idee. Ah, ich bin gerade sogar. Oh, oh Mann. Das mit Elektro. Das hätte nämlich gut sein können, dass er gleich nochmal so einen Angriff macht. Und das wäre nicht so gut ausgegangen. Fatz. Und. Komm schon. Oh, die Explosion, aber das reicht natürlich nicht. Die Hörner halten sehr viel aus. Die kriegt man leider nicht so einfach kaputt. Ich habe einfach nur Hoffnung, dass wir das doch irgendwie kaputt kriegen. Dass wir uns irgendwie eine coole Waffe machen können von dem. Und dann den Online-Modus damit angeben können, dass wir offline schon so alles gemacht haben. Ja. Kommt immer gut an, ja. Oh. So, er hat... Oh, er ist wieder im Arschloch-Modus. Arschloch-Modus. Scheiß. Okay, wir haben nicht mehr viele Nullbären. Ja. So, Kayamba, du darfst auch mal. Solange wir einen Moment suchen, Energy Drinks zu süffeln. Er hat uns geholfen. Es war nicht nutzlos, ihm die Maske zu geben. Ich glaub's nicht. Okay. Aladrion. Dein Kopf gehört mir. Du wundervolles, cooles Monster, Mann. Ich kann ihm auch nicht böse sein, weil er wirklich ein super cooles Monster ist. Außer die Attacke. Das ist eine Assi-Attacke. Oh, 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 okay. Ich dachte, der rennt auf uns zu. Hakuna. Rennt zu. Okay. Chacha ignoriert ja, uns. Okay, wir haben noch zwei Nullbären. Das könnte möglicherweise ein bisschen doof sein, wenn er uns drachiniert. Weil dann sind wir komplett nutzlos, solange das Drachenzeug auf uns drauf ist und wir machen nicht viel Schaden. Vielleicht ist es dann Zeit, rauszufinden, wie wir die Ballisten einsetzen können. Die anderen Ballisten. Oder wo es die Items gibt dafür. Ich habe gerade irgendwie Lust, ihn nochmal irgendwie so anzugreifen. Oh. Oh, oh, okay. Geh hoch, Mann! Der kann hier einen noch erwischen. Pech hat, oh, er hat uns nicht erwischt. So. Und es ist Zeit. In sein Gesicht. Man ist hier nicht sicher. Aber ich will die Explosion. Es ist explodiert. Oh mein Gott. Der. Oh, oh. Oh, oh. Er hat keinen Feuerball gemacht, okay. Manchmal macht er einen Feuerball zurücklaufen. Wir hätten gerade tot sein können. Oh, oh. Yo. Obwohl, Feuer, ich weiß nicht, ob er so viel Schaden macht. Wir haben so viel Defensive da drin. In die Ruhe.
Eisschießgedöns. Mann, Chacho, kann ich ja mal leben. Lass mich in Ruhe. Okay. So, Zeit. Megatränke. Ich glaube, man merkt, wir haben schon eine Menge Megatränke und Tränke gesüffelt. Wir haben schon die kombinierten Tränke alle weg. So, es ist Zeit. Balliste. Ich brauche wieder deine Stärke. Ich hoffe, wir können ihm seine Hörner kaputen. Ja. So, hier ist übrigens Element Verteidigung sehr wichtig, wie man vielleicht schon bemerkt. Komm her. Brav. Und in sein Gesicht. Ich habe ein bisschen Schiss. Demon Modus. Oh, zu gehen. Ja, wir haben seine Hörner kaputt. Oder sein Horn. Ich glaube, eins lebt noch. Ich glaube, man muss beide kaputt machen. Ich habe ein bisschen Schiss. Genau deswegen. Oh. Chacha macht wieder Elektrozeugs. Ich weiß nicht, was es soll. Ich wusste nicht mal, dass er das macht mit der Maske. Und er schreit. Er schreit nicht, er. Ja. Ihr wisst. Er dasht auf uns zu. Und ja gut, er hat auch einen Schrei gemacht. Also, ich weiß nicht, was ich hier übrigens für Tipps geben kann. Das Beste ist, seid mehr vorsichtig als aggressiv. Ja. Sonst passiert sowas. Ich glaube, das Elektrozeug ist mir erstmal egal. Wir könnten zwar verwirrt werden, aber wir brauchen die Nullbären für andere dumme Momente. Wenn wir zum Beispiel drachiniert sind. Ja. Vielleicht schaffen wir es noch, dass Kayama wiederlebt und Chacha wiederlebt und dafür sorgt, dass wir nicht mehr so kaputtet sind. Vielleicht. Mann. Übrigens ist das Gebiet hier ziemlich cool. Also, es sieht ziemlich nice aus. Muss man schon sagen. Aladreon. Kam, glaube ich, auch in Monster Hunter Try dazu. Ist da ja so gesehen der letzte Endboss. Also der Online-Endboss. Nicht mal Offline-Endboss. Den kann man gar nicht mehr bekämpfen in Try. Einfach nur, weil es den Online-Modus nicht mehr gibt. Was schon ganz schön heftig ist, ey. Oh, ich habe gehofft, dass ich ihn irgendwie runterhauen kann. Hör mal auf zu fliegen, du Arsch. Mann. Man kann seine Füße immer noch angreifen. Und ich nutze auch manchmal... Oh, oh. Oh, okay. Gerne Tenebra D mit Erwachen. Also dieses Langschwert mit Eiselement gegen den. Auch wenn es nicht unbedingt die beste Waffe ist. Aber er hat eine Eisschwäche. Also schlecht ist es nicht unbedingt. So. Und wenn man mal überlegt, dass in Try die Leute noch so scheiße schlecht waren, weil es nicht wirklich viele Monster Hunter Spiele hier bei uns gab in dem Moment. Da haben die noch Lähmlangschwerter gegen den benutzt und dachten, das wäre gut. Ja, echt verrückt. Lähmlangschwerter und dann, wenn er gelähmt ist, schnell irgendwie Bomben. Die andere Hälfte hat dann irgendwie Schlafwaffen genommen. Ja, es ist verrückt. Zu hören, hier Lähmlangschwert, gute Strategie, oder? Wer sagt sowas heute noch? Bei egal welchem Monster. Wenn man irgendwas mit Status haben will, dann höchstens irgendwas, das schnell angreifen kann. Oder am besten natürlich eine Armbrust oder sowas. So, unser Ballistenbinde ist übrigens auch wieder bereit. Sehr schön, sehr schön. Ich denke mal, dass unser Kaltgetränk auch mal langsam wieder am Arsch ist. Keine Ahnung. Das hält ja nicht unbedingt sehr lange. Ich dachte gerade, der läuft weiter. Oh Mann. Vorsichtig. Mit deinem Feuer, ey. Hör auf. Okay, okay. Jetzt aber. Angriff! Wir haben gestaggert. Yo, deine Feuerwirbel sind zu cool. Hör auf damit. Aha, ich wusste es. So. Oh, okay. Doch, unsere Dämonenmittel und so sind noch da. Und wir haben doch coole Heil-Items, die Chacha und Kayama auch heilen. Oh, oh. Er ist über uns drüber gehüpft. Das passiert manchmal. Ziemlich cool. Ich kann übrigens nicht wirklich viel reden, weil ich konzentriere mich wirklich. Vielleicht merken wir es. Ich würde das nämlich... Ah, Alter, das war einfach nur seine Hand und die hat so viel Schaden gemacht.
Mann. Er ist abgehauen. Jo. Hallo, Chacha. Ich habe ihm übrigens schnelle Erholung gegeben, dass er länger da ist. Aber das hat wohl auch nicht so sehr geholfen. Oh. Mann, Aladrio. Und er will wieder fliegen, aber ich bin bereit. Oh, oder auch nicht. Stamina ist nicht bereit. So, den holen wir aus den Lüften raus. Der dasht auf uns gleich zu, oder auch nicht. Ja. Und in sein Gesicht. Mann, explodier. Oder auch nicht. Schade. Jetzt kam die Explosion natürlich. Oh Mann. Oh, fucking Feuer von... Oh, oh. Einfach rollen ist gut. Oh. Das war mehr Glück als Verstand. Okay. Danke. Auch wenn es nichts gebracht hat. Er hat versucht uns zu halten. Was machst du denn? Halb Dash und dann nochmal ein oder was? Mann. Hör auf, so böse zu sein. Ich will doch nur, dass du stirbst. Oh. Flieg um, runter. Okay, wir treffen ihn nicht mal. Oh. Aladrion, hör auf mit deinem Scheiß. Hör auf zu fliegen, wir haben kein Ballistenbinder bereit. Und? Oh, ich habe ihn erwischt. Aber so viel ist glaub ein bisschen gefährlich. Oh, der Feuerball voll erwischt. Wäre jetzt runtergeflogen, wäre so cool gewesen. Er bewegt sich gerne über Lava. Zeit, um anzugreifen. Es ist übrigens ziemlich ätzend, sein Schweif abzuschlagen. Es ist eher nur möglich mit... Ich weiß nicht, ob eine Lanze gut rankommt, aber auf jeden Fall Langschwert. Oder halt, wenn er irgendwie umkippt, dann ja auch. So. Mann, hör auf wegzufliegen, du Weichei, du. Renn doch weg von uns. Ich hab's nicht so gemeint, Alter. Yo. Oh, Mann, man muss hier übrigens aufpassen, wenn er auf einen zurast, dann kann man irgendwie umfliegen. Wegen dem Wind. Oh. Ich glaube, verständlich, wieso. Oh je. Ich meine, zum Glück, als er uns einmal mit der Eisattacke erwischt hat, obwohl wir 8 Eisabwehr haben, dank dem Essen, hat es trotzdem die Hälfte von unserer HP weggemacht. Jetzt stell dir mal vor, wie viel Schaden es macht, wenn man so minus Eisabwehr hat, wie wir davor hatten. So, hier sind... Wo sind jetzt nochmal? Oder gibt es hier Nullbären oder so Drachentodbären? Sollten wir gleich mal testen. Ballistenbinder ist einsatzbereit. So. Okay, was gibt's hier? Nullbären, ja! Und jetzt wissen wir auch warum. Ja! Ah, das war möglicherweise nicht sehr schlau. Uns gehen die Highlights aus. Oh Mann. Chacha, noch Chacha ist tot. Oh, warum ist er immer tot, Mann? Ah! Mann. Okay. Langsam keine Heil-Items mehr. So weiter geht, müssen wir uns mit anderen Sachen heilen. Maxi-Tränken und sowas, was zur Hölle. Oh je. Er schreit, bitte nicht, hör auf damit. Und jetzt kommt die Hand. Okay. Oh. Ich wusste es. Hua! Heilige Banane der Unterwelt. Okay.
Aber Chacha, Junge, was habe ich falsch mit dir, Aladrion? Was hat er dir gemacht? Oh, oh. Weit genug weg, okay, alles gut. Voll erwischt! Sein Kopf ist übrigens richtig arschig zu treffen. Mit zum Beispiel Hammer. Wenn er auf dem Boden so rumdingst. Aber da bin ich vielleicht, das ist vielleicht nur, weil ich so denke. Manche Leute haben damit vielleicht kein Problem. Bläh. Mann, oh. Okay, flieg um, Mann, ich will ihn mal umfliegen sehen. Der macht das normalerweise ziemlich oft. Und nicht nur mit dem Ballistenbinder. Oh je. Er könnte... Bitte nicht. Oh! 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 Alter! Okay. Ich habe euch vorgewarnt, oder? Die Attacke macht viel Schaden, habe ich gesagt. Ja? Ich würde euch ja nicht anlügen. Oh oh. Oh, bitte nicht nochmal. Ich finde es nicht so cool wie du. Hä? Und jetzt kommt die Hand zurück, oder? Nein. Oh Mann. Feuerball von Kayaba. Okay, okay. Ja, explodiert. Aber das war's auch. Oh Mann. Oh, was macht der? Okay, ich glaube, der Angriff, den gibt's auf jeden Fall in Try nicht. Der sieht ein bisschen fies aus. Wahrscheinlich macht der sehr viel Damage. Mann, wir sind schon so weit drin. Oh oh, ups, das war aus Versehen. Nee, bitte nicht, schon wieder. Okay, wir haben noch genug Zeit. Ich dachte, wenn die Folge schon so lang geht, obwohl. Passt eigentlich. Wann ist der Ballistenbinder wieder bereit? Nicht jetzt. Oh oh. Wir haben nicht mehr viel Heil-Items, Mann. Hör auf mit deinem Scheiß. Okay, okay, sehr gut. Gleich holen wir uns noch ein paar Nullbeeren und dann ist alles gut. Weiß, wahrscheinlich gibt es die Ballisten auch irgendwo da hinten. So, jetzt kommen wieder ein paar Eisteile an uns dran, weil Judge und Kayama tot sind. So. Okay. Ich habe Angst. Komm schon. Ah, wir müssen mehr Schaden machen. Okay. Was ist mit deinem Elektrodreck? Ballistenbinder. Wenn er sich wieder entscheidet zu fliegen. Oh, er will angeben, oder? Oh, was zur Hölle? Das war viel Schaden. Oh. Okay. Hast du es mal? Chacha Kayama ist schon wieder tot. Dauersterben. Ey. Traurig. Oh nee. Er fliegt aber hoffentlich nicht mehr lange. Denn du bist im Arsch. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das noch erwischt habe, aber es hat geklappt. So. Okay. Sein Gesicht ein bisschen erwischt, aber. Bitte nicht schreien, Mann. Ich habe Angst vor dir, wenn du das machst. Oh! Was war das? Das war ein komischer Angriff. Oi. Einfach nur weiter wegstehen. Wir haben noch 3 Megatränke. Ein Mega-Lebenspulver, was soll man das nochmal? Von da her. Und uralten Trank, Maxi-Tränke. Und das war's dann. Dann haben wir keine Highlights mehr. Ich meine, wir haben noch die besten Highlights, aber das sind jetzt auch nicht wirklich viele. Und ich muss bei der halben HP auf jeden Fall schon mal heilen. Weil sonst kann er uns one-hitten und dann bringen uns die auch nicht mehr viel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann!
Oh, wir sind abgeballt. Was zur Hölle? Was zum Alter der Schaden? Oh, oh. Oh. Mann, oh. Nee. Auf damit. Kein Eis, kein Eis, kein Eis. Bitte nicht. Okay, ein bisschen angegriffen. Oh nein. Er kommt doch mal wieder. Vorsicht. Okay. Was machst du denn? Du blöder Sack, du. Hör auf zu fliegen. Energy Drinks. Oh, das... Oh, oh. Oh, oh. Das war nicht unbedingt schlau. Was mache ich denn? Ich bin verrückt geworden. Gott, verdammt, du Arsch! Hör auf damit. Oh, 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 hör auf damit, hör auf damit. Oh, er wird uns erwischen. Oh, doch nicht, der hat aufgehört. Mann, oh. Cha, cha, kayaba, kommt endlich. Rettet mich. Mann. Uns geht's doch gut. Alter. Hör auf zu fliegen, du dummer Pisser. Wie soll ich dich denn angreifen, Mann? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Okay, erwischt, erwischt. Was zur Hölle? Okay, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Du dumme Herzstück Dreck. Lass mich in Ruhe. Okay, okay, okay. Jetzt kommt aber aufpassen. Oh, okay. So was? Wenn er herkommt, ich schieße ihn trotzdem ab. Ah, ich mach's trotzdem. Wow, hat vielleicht wehgetan, ich weiß nicht. Mann. Bin ich schon den ganzen Weg dahin. Kommst du? Mann, stirb endlich. Wie hat denn... Oh. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Oh, ich will aber nicht. Aber ich sollte. Okay. Ich setze ihn ein. Nicht mehr sehr viel Zeit. Was soll das? Ich weiß auch nicht, ob man den irgendwie abwehren kann und dann die Quest nochmal machen kann. Komm schon. Ja, hör auf zu schreien, du Pisser. Ey. Oh, zum Glück hat er kein Feuerball gemacht. Was war das? Alter, macht das sind gerade komische Geräusche. Ich habe Angst. Komm schon, explodiert, sterb! Bitte! Mann, man weiß nie, wie viel Leben er hat, noch hat. Ah, du Pisskopf! Oh, was? Nein. Das wollte ich nicht. Oh, oh. Okay. Nein. Nein! Ich greife ihn trotzdem an. Ich würde sein... Komm schon! Ja, explodiert, glaube ich. Mann, oh. Ein Megatrank verbleibend. Aber das Wichtige ist, 4 Minuten verbleibend. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wieso stirbst du nicht, du dummer Pisskopf, Drache der Unterwelt? Wir brauchen wahrscheinlich noch eine komplette Explosion oder mehr. Wahrscheinlich ist er noch nicht mal halbwegs K.O. So. Okay. Wollen! Wollen! Und angreifen! Ich hab Angst. Wir müssen ihn noch irgendwie schnell angreifen. Und rollen, und rollen, und rollen, und rollen, und rollen. Fuck! Hat nicht so geklappt, wie gehofft. Oh, bin ich zu nah dran? Nein, bin ich nicht. Oh, ja, aber knapp.
Komm schon! Komm schon! Oh Mann, ich habe euch auch vorgewarnt. Möglicherweise brauchen wir doch eine bessere Waffe. Komm schon! Oh, schweif ab! Ich mach das jetzt. Dass ich wenigstens Items von ihm habe, falls es nicht klappt. Warte, ich glaube, das war nicht mal selten. Oh Mann. No. Komm schon! Komm schon! Die sind schon mal orange. Oh. Hör auf zu fliegen! Er fliegt schon wieder. Ich glaub's nicht! Mano, du sag du! Oh, ich bin so außer Puste, Mann. Wieso machst du das mit mir? Okay. Okay. Haben wir noch einen Ballistenbitter? Gerade? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal Richtung Ballistenbitter und hoffe. Hoffen ist gut, oder? Wenn wir keine Hoffnung haben, was haben wir dann? Eine Menge Eis! Oh nee! Oh oh! Okay. Oh oh. Nein. Oh oh. Alter! Wie arschig. Lass mich ruhig. Sein Schweif ist weg. Geheilt. Wir haben so viel rumzuhüpfen und schreien und alles. Oh nee. Wir müssen unbedingt angreifen. Und ihn noch zum Explodieren bringen, irgendwie. Komm schon. Alter! Fuck. Holt! Oh Mann! Komm schon! Bitte! Komm schon, wir brauchen die Explosion! Unbedingt! Oh Mann! Fuck, ich bin's. Oh nee. Und oh. Nein, oh nein, so wenig Zeit. Oder fliegt. Bitte. Das war unsere Chance. Wir haben noch eine Chance, ihn aus der Luft zu hauen. Auf dich zu bewegen! Oh nee. Fuck. Hör auf, Mann! Bitte. Jede Sekunde ist es vorbei. Fuck! Ja. Wir sind noch nicht bereit für die Quest. Verdammt, wir waren so weit! Und haben eine Menge Items verschwendet. Nein! Okay, ich glaube, jetzt wisst ihr, warum ich so viel Schiss vor der Quest habe. Die ist ganz schön böse. Aber wir haben zwei Items von ihm, oh mein Gott! Oh, wir können ja mal schauen, ob wir irgendwie was haben. Wo man vielleicht mal anschauen können, wenigstens. Na. Möglicherweise. Ich habe ein bisschen Kopfweh. Alter, die Folge geht schon eine Stunde. Oh. Nichts. Wirklich? Wirklich nichts. Na, komm schon. No, Mann, no!
Das ist jetzt traurig. Nicht mal Fernkampfsachen. Ja, aber vielleicht eine Rüstung? Wo würde man das finden? In Hydrank, oder? Knackte Uragan Hügel. Ja, gut. Eine Stunde nichts gemacht. Okay. Wir brauchen um einiges bessere Waffen. Mit um einiges besser meine ich, wir müssen auf jeden Fall unsere Waffe verbessern. Wir brauchen am besten eine Cheering-Rüstung. Und müssen ihn richtig vernichten. Aber. Oh Mann, habt ihr noch was aufgehoben? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja. Ich würde mal sagen, es ist Zeit, die Folge zu beenden. Nach einer Stunde. Und ich bin sowas von K.O., das glaubt ihr gar nicht. Oh. Okay. Wir werden... Wir sehen können, Aladrion nicht normal bekämpfen. Wir werden den Kollegen erst bekämpfen, wenn wir ein bisschen bessere Ausrüstung haben. Also ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.